Der Weg ist das Ziel und mein Ziel die Prävention. Aber der jetzige Weg war hier ins Gefängnis. Oh ja, wenn ihr wissen möchtet, wieso ich in einem Polizeiauto saß und wie ich den Weg hier ins Gefängnis fand, dann schaut diesen Vlog. Ihr werdet auch in diesem Vlog erfahren, wie ich meinen normalen Alltag abspulte, weil ich jetzt hier wieder im Flachen bin und Kilometer machen kann. Ganz wichtig ist auch, unten im Videobeschreib, klickt da drauf, da findet ihr die interessanten und wichtigsten Webseiten und Links und vor allem der eine Link, auf den ich immer wieder aufmerksam mache, den Link zur Schulung Prävention gegen Kindesmissbrauch. Und jetzt Jailhouse. Und dann mache ich hier in Ashburton heute Feierabend. Danach sind es noch 3 Lauftage bis nach Christchurch. Das sollten um die 86 Kilometer sein. Wir haben den 11. November 2022. Ich verlasse Ashburton, habe 90 Kilometer vor mir bis Christchurch. Das habe ich auf 3 Tage aufgeteilt. Und somit werde ich am Sonntag in Christchurch ankommen und dort nach, was sind das, etwa 8 Lauftagen endlich wieder mal einen Pausentag machen. Und ja, wir haben mitten im Frühling, November, auf der anderen Seite der Erde, also Europa hat Winter, wir kommen in den Sommer rein, aber ich muss wieder mal sagen, ich friere! Ja, es ist unglaublich. Schon wieder die Kälte. Und die Kälte macht vor allem der Wind aus. Ein kalter Bieswind. Wenn es windstill ist an der Sonne, wunderschön warm. Aber dieser ewige Bieswind. Und ja, ich habe es langsam satt, immer zu frieren. Hilfe! Bitte, endlich Sommer! Endlich mal Temperaturen, wo man nicht ständig irgendwo mal frieren muss. Ach, also weiter. Ja, und heute wird es nicht viel Wind geben. Jetzt habe ich gerade etwas ruhig. Ich laufe wieder den ganzen Tag an dieser Straße entlang, also kein Spektakel. Heute ist Public Holiday, ein Feiertag, und entsprechend hat es ziemlich Verkehr. Also Film, Video, wird es heute nicht viel geben. Ich werde einfach meine Kilometer machen, um mich freuen, am Ziel anzukommen. Der Gegenwind. Ja, der macht auch noch einiges aus. So weiter.
laute Musik. Ansonsten weiß auch nicht. Aber ein absoluter Fight heute, nur fighten. Also aktuell Emotionen und Freiheit, einfach gewaltig. Und meine Fangemeinde, da dann, meine Fans, alles zusammen, alles gut. Emotionen, Freiheit, Gegenwind, Fans, gewaltig. Etappenziel. Und was ich noch sagen muss, ich werde wieder an meine Arbeit erinnert. Ich laufe hier nach Rakaia. Ja. Das waren viele Stunden, wo ich mit diesem Spielzeug gespielt habe, mit den Kleinen. Etwas viel Wind. Interview folgt später, aber jetzt Rakaia rein. Ja, ja, ich bin an meinem Zielort, Rakaia, angekommen. Und ich darf sagen, ja, es war ein Kampf heute. Es war ein echter Kampf. Ich habe jetzt vorhin noch nachgeschaut, wir hatten heute 35 bis 40 Stundenkilometer Wind und natürlich die ganze Zeit Gegenwind. Ja, ich bin jetzt hier angekommen, ich werde jetzt mir meinen Schlafplatz suchen. Ich habe zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist bei einem Rugby-Areal, dort hat es Free-Camping allenfalls. Und falls das nicht wäre, gehe ich an den River runter, an den Bach. Und werde es mir dort gemütlich machen. Ich hoffe, das funktioniert. Und dann habe ich noch zwei Lauftage, bis ich in Christchurch bin. Und ich bin ganz froh, dass ich
die Tage auf 30 Kilometer eingeteilt habe. Weil bei diesem Gegenwind, wenn ich jetzt heute einen 40er oder einen 50er machen wollte, nee, das wäre zu anstrengend gewesen. Jetzt morgen habe ich nochmals 30 und übermorgen sind es, glaube ich, auch nochmals 30 und dann bin ich endlich in Christchurch, wo ich 3 Tage Pause mache. So, jetzt ab, Schlafplatz suchen und ich melde mich wieder. Gesehen, sieht es sehr, sehr, sehr spannend, sehr gut aus. Eine Bank mit Abfallkübeln und ja, also ich glaube nicht, dass ich da groß noch etwas anderes möchte. Sieht genial aus. Schauen. Papi, du wartest hier. Ja, es ist ganz klar. Ganz klar, da bleibe ich. Da bleibe ich, weil dieses Areal sieht auch genau so aus, als würden hier auch Caravans parkieren und hier schlafen. Was will man Besseres? Da bleibe ich. Und das Allerbeste. Sollte es mir langweilig sein? Ich kann hier noch auf den Spielplatz. Yeah! Ja. Da bleibe ich. Erstens, kein Mensch hier, völlig leer. Zweitens, windgeschützt rundherum. Jetzt bin ich bald einmal ums Areal herum, windgeschützt. Und das mit dem Tisch da vorne, perfekt. Da kann ich jetzt, wir haben jetzt 2:30, mich hinsetzen und einfach der Feierabend genießen. Da lasse ich mich nieder heute Abend. Hallo, Buggy. Kuckuck. Das ist mein Schlafplatz. Da bleibe ich. Ja. Nachher noch ca. 60 Kilometer in Christchurch. Yeah. Ja, mein Haus, das steht schon. Ich habe nun das Haus aufgebaut, damit ich diese Nacht hier verbringen kann, in diesem Park. Vorhin hatte ich auf diesem Tisch da drüben mein Office gemacht, das heißt Videos und Fotos beschriftet, runtergeladen, eingeordnet und so weiter, muss auch immer sein, am besten täglich. Und warte ich jetzt den Abend ab, bis es dunkel wird, um ins Zelt zu steigen und zu schlafen. Somit schönen Abend und hoffen wir morgen auf nicht zu viel nasses Wetter. Diese Nacht war absoluter Horror. Ich konnte bis 2 Uhr schlafen. Jedoch um 2 Uhr morgens hörte ich aus diesem Gebüsch Schritte. Die kamen da hervor, schlichen hier irgendwo um mein Zelt herum. Und ich dachte, diese Schritte seien von Menschen, so wie es sich angehört hat. Kurz darauf hörte ich auf dieser Höhe neben meinem Zelt, wie etwas, ich sage extra etwas, wie etwas atmet.
Doch das hat sich angehört. Als würde jemand inhalieren. Hier, auf dieser Höhe. Ich lag in diesem Zelt. Hatte keine Ahnung, was da draußen ist. Dieses Ding schlich, wie gesagt, eine halbe Stunde hier herum, atmete und es lief so, wie ein Mensch. Ich hatte keine Ahnung, was es ist. Mein Zelt ist so dunkel, ich sehe nicht raus. Ich höre nur. Das lief eine halbe Stunde. Nach einer halben Stunde hörte ich von dort hinten dieses Geräusch, was ich jetzt einblende. Von dort hinten. Hört ihr? Dieses Geräusch hörte ich danach. Weil ich wusste, das ist weiter entfernt, habe ich dann eine Luke bei mir aufgemacht im Zelt und schaute raus. Ich sah nur dort nach hinten. Und dieses Geräusch, das lief etwa 6 Mal hintereinander. Dann 2 Stunden später nochmals. Ich habe keine Ahnung, was das war diese Nacht. Und ich muss klar sagen, ich habe schon ganz, ganz viel erlebt. Ich bin im Regenwald gewesen, ich bin im Dschungel gewesen und so weiter, überall. Doch das, was ich diese Nacht da gehört habe, keine Ahnung, was ist. Ich habe echt Angst gehabt. Was ich jetzt gerade noch sehe, was immer wieder passiert, ist das da. Herzlichen Dank. Und das sieht mir nicht nach Vogelscheiße aus, nein. Das ist etwas Größeres, was wahrscheinlich nach hier oben herumgekraxelt ist. Also diese Nacht konnte ich ab 2 Uhr nicht mehr schlafen. Ich war so aufgewühlt. So, jetzt zusammenpacken und einfach verreisen. So, ich habe etwa 10 Mal Danke zu sagen. Danke 1 an Rakaia, dass ich dort auf dem Platz schlafen konnte. Danke 2, dass diese Horrornacht vorbei ist. Danke 3, die Wettervorhersage war nass. Wir haben jetzt aber Sonne. Die Vorhersage sagt jetzt, es sollte am Mittag etwas regnen. Ob das dann so ist, weiß ich nicht. Und danke 3, nein, das ist das Danke 4, dass ich jetzt wieder on the road bin. Doch die nächste Herausforderung, die wartet auch schon. Und das ist, jawohl, die Brücke, welche 1,7 Kilometer lang ist, laut Google Maps 1,9 Kilometer, wo ich für mich keinen Platz habe. Entsprechend heißt es, circa 2 Kilometer durchrennen. Ich versuche es zu filmen, aber die Sicherheit geht dann vor. Da vorne kommt diese Brücke. Ich habe jetzt mal... Oh, super, sogar die Polizei kommt jetzt gerade. Ja, perfekt. Das war natürlich super. Wow. Ja, ich habe die Brücke jetzt selbst erlebt. Im Polizeiauto. Und muss ganz klar sagen, das wäre ein No-Go gewesen. Die Brücke ist wirklich extrem lang. Im Anschluss hat es noch eine kleine Brücke gehabt, die ist ebenfalls so schmal. Also so total 2 Kilometer. Und wenn da Verkehr ist, da wäre ich platt. An dieser Stelle vielen Dank, Polizei. Raikaka, oder wie es auch immer heißt. Ihr habt mich safe über die Brücke gebracht. Thanks so much. Kurz zu der Strecke heute. Es ist eigentlich alles genauso wie gestern, außer dass ich heute keinen Gegenwind habe. Es ist windstill. Doch 90% Rückspiegel,
10% voraus. Jetzt kommt wieder Lastwagen, gebe ich wieder rein. Jawohl. Weil auch bei den Lastwagen, die haben teilweise Zugwind drauf. Und dann gibt es manchmal wie ein Vakuum. Und entsprechend bei den Lastwagen muss ich sowieso immer ganz raus. Bei dem Verkehr, der hier ist, normale Autos, habe ich genug breite Straße. Seht ihr, mein Wagen hat hier super Platz drauf, ich auch. Und vor allem, es ist einfach flach. Es ist flach. Ich muss mich nicht anstrengen, habe keinen Gegenwind. Das macht Spaß, das macht Freude. So bin ich super gerne unterwegs. Klar, ist es auch super schön in den Bergen oder so an den Beaches oder so. Lastwagen. Aber da kann ich Kilometer machen, ohne kaputt zu sein. Ohne am Abend kaputt zu sein. So. Straße. Genau. 2 Minuten nichts, nachher kommt alles wieder. Ja. Christchurch 37 Kilometer. Ich habe jetzt etwa noch 10. Und vor mir kommt nochmal so eine Brücke. Laut meiner Abmessung über Google Maps ist die jedoch nur 600 Meter weit. Und das. Ich habe hier Überblick, wann Auto kommen. Jetzt käme zum Beispiel keins auf meiner Seite. Jetzt würde ich rennen. Da vorne an der Brücke bleibe ich mal stehen. Und dann zeige ich nochmals kurz. Sorry, ich wollte kurz erklären. Aber ich habe gerade eine Lücke. Die nutze ich jetzt aus. Perfekt aufzugehen. Ein Auto kommt jetzt, aber ich bin gleich drinnen. Jawohl, das schaffen wir. Thank you. Thank you. Woo! Perfekt aufgegangen. Ouch. Meine Oberschenkel. Ah. Uff, jawohl. Jetzt war ich gerade über diese Brücke gesprungen und jetzt hat mich jemand überholt. Und ich habe sie in Tecapo angetroffen. Sie war auch dort in der gleichen Unterkunft, in the same hostelry. And she has me some food, look. Welsh trend. Thank you so much. That's for the bridge game. I eat now. See you. Ja, mein Break, der ist jetzt hier in der Weindegustation. Ich könnte mich jetzt
zudecken bis Auckland und noch weiter und hätte genügend Wein dabei. Auf jeden Fall genieße ich jetzt hier mit diesen Leuten, wo wir jetzt auch wieder tolle Gespräche gewonnen haben, genieße ich jetzt diesen Wein und genieße den Feierabend. Und morgen geht's wohin? Nach Christchurch. Wir sind am Käse essen und am Wein trinken. Cheese and wine. And beer. Okay. And beer, genau. Thank you. Ich habe jetzt einen Wein probiert, beziehungsweise drei Weine, und habe meinen Favoriten hier geholt. Korrekt. Straight Age. Schaut auf der Webseite nach. Da habt ihr ganz viele verschiedene Weine. Ich nehme den jetzt zu mir, zur Küche, werde das kochen und mit Weißwein anstoßen, weil ich morgen wo bin? Korrekt. Gute Nacht. Ein neuer Tag beginnt und das Abenteuer Stadt Christchurch steht vor der Türe. Ich habe heute 30 Kilometer vor mir und darf ganz herzlich dieser Weinerei Danke sagen. Ich hatte letzte Nacht hier schlafen dürfen, habe noch degustiert, noch zwei Weine eingekauft und bin euch ganz dankbar für diesen Schlafplatz. Und jetzt ab auf die Straße. Ich habe jetzt ca. 6 Kilometer noch auf der Hauptstraße und dann gibt es Nebenstraßen, bis ich in der Stadt Christchurch bin. Und somit darf ich auch noch sagen, ich werde heute seit längerem wieder Komoot einschalten, damit ihr auch die Fotos und so weiter von dieser Strecke wieder mal seht, weil ich weiß, ich habe heute Abend wieder Energie bzw. Strom und somit kann ich heute Abend dann wieder aufladen. So, jetzt so, ich nähere mich der Stadt. Das heißt, jetzt habe ich noch eins, zwei Vordörfer. Hier bin ich gerade in Templeton. Darf diese Strecke genießen. Bei dem Wetter und hier auch wieder, wie überall, tief gebaut. Gleich flache, lange Dörfer. Ja, hier sieht man, ich muss rechts rein. Korrekt. So wie das rote Auto. Da gehe ich jetzt rein. Sieht wunderschön aus hier, diese Straße. Wunderschön. Genau, da gehe ich jetzt rein. Und hier habe ich etwas gebucht. Korrekt. Das werdet ihr jetzt gleich erfahren, denn ich bin für die nächsten Tage im Gefängnis. Jawohl, im Gefängnis.
Ich sitze jetzt hier mitten in den Blumen beim Botanikgarten in Christchurch. Ich werde hier diese Stadt etwas anschauen und einfach genießen. Während jetzt einige Bilder von Christchurch laufen, möchte ich kurz zurückblicken und auch vorausblicken und euch dazu mitnehmen. Ich startete in Neuseeland in Queenstown. Das war total in den Bergen. Ich hatte ziemlich auch mit dem Wetter zu kämpfen, mit dem Regen, mit dem Wind und so weiter. Und auch teilweise die Straßen waren etwas gefährlich. Auf dieser Strecke musste ich mich voll und ganz auf den Verkehr, auf die Umgebung, auf das Wetter und so weiter konzentrieren und hatte für mich persönlich eigentlich keine Zeit. Weil, wenn man auf der Straße ist und man ist 40, 50 Kilometer unterwegs, hat man immer aktiv auf den Verkehr aufzupassen und entsprechend sich auch anpassen den Wetterbedingungen. So war es für mich ein großes Vergnügen, danach wieder aus den Bergen zu kommen, ins Flache, auf der H1, Highway Number 1. Auf diesem Weg hatte ich wirklich Flächen geradeaus und konnte mich auch wieder mal auf mich selbst konzentrieren und einen Rückblick halten, sowie vor allem auch einen Ausblick. Auf dem Ausblick hat es dann folgende Themen gegeben. Wie weit komme ich? Wohin gehe ich? Was ist in einem halben Jahr? Und so weiter und so fort. Und dabei spielt vor allem ein Punkt eine große Rolle und das sind die finanziellen Mittel. Ich weiß, ich werde sicher noch bis Auckland laufen können und in Auckland die Stadt auch anzuschauen. Was dann aber nach Neuseeland, nach Auckland passiert, ist momentan in den Sternen. Denn meine finanziellen Mittel gehen langsam auch wieder zu Neige und die Spenden, die reinkommen, die helfen mir über den Weg, jedoch sind sie nicht genug, um wirklich mein Projekt damit zu finanzieren. Jetzt aktuell spiele ich ganz schwer mit den Gedanken, wenn ich Neuseeland gemacht habe, in Auckland angekommen bin, werde ich wahrscheinlich planen müssen, zurück in die Schweiz zu gehen, um zu arbeiten. Was die finanziellen Mittel auch betrifft, habe ich bislang keinen Sponsor gefunden. Ich muss sagen, ich sehe Aktionen wie zum Beispiel jemand, der aus einem Flugzeug springt und im nächsten Flugzeug wieder reinfliegt. Und das wird von großen Firmen finanziert, unterstützt und mit Tausenden von Dollar wird das finanziert. Mein Projekt zu Fuß um die Welt, da springt kein Sponsor auf. Und da glaube ich, habe ich einen ganz wunderbaren Punkt angesprochen, da ich Prävention gegen Kindesmissbrauch mache. Sexueller Missbrauch an Kindern ist in unserer Gesellschaft verbreitet. Es passiert überall. Und das wird der Grund sein, wieso Medien und wahrscheinlich auch Firmen nicht bei mir aufspringen möchten, weil sie mit diesem Thema nicht in Berührung kommen möchten. Und das ist wahrscheinlich das große Hindernis für mein Projekt zu Fuß um die Welt gegen Kindesmissbrauch, dass ich so bislang keinen Sponsor gefunden habe. Das jedoch hindert mich nicht daran, mein Projekt zu Ende zu führen. Jedoch hat das leider der Beigeschmack, dass ich ab und an abbrechen muss, um zu arbeiten. Was für mich optimal ist, natürlich zum Erholen und alles wieder aufzuarbeiten und auf dem aktuellen Stand wieder zu sein, um neu zu starten. Jedoch, die Abbrüche ergeben für mich auch wieder viel mehr Arbeit, weil ich habe in der Schweiz keinen Wohnsitz, habe keine Krankenkasse, habe nichts in der Schweiz, muss eine Wohnung finden, muss mich bei der Krankenkasse anmelden, muss mich bei einer Gemeinde anmelden und das wiederum hat den Rattenschwanz. Wenn ich keinen Wohnsitz habe, bekomme ich auch keine Krankenkasse. Wenn ich keine Krankenkasse habe, darf ich mich bei keiner Gemeinde anmelden. Habe ich keine Referenzen von einer vorhergehenden Wohnung, ist mir
da hier auch ein Bein gestellt, weil ich so vielleicht keine Wohnung bekomme. Und das sind so Herausforderungen, die sich stellen werden, falls ich jetzt nach Auckland abbrechen müsste. Jedoch, das sehe ich nicht als Problem, sondern das sehe ich auch als weitere Herausforderung, die mir das Leben stellt. Und die werden wir auch meistern. Somit drückt mir die Daumen, dass bis Auckland alles läuft und ich, falls ich abbrechen müsste, eine Arbeit finde und ja, somit meine Reise weiter finanzieren kann. Danke fürs Zuhören und danke für eure Unterstützung, dass ihr meine Follower seid. Hallihallo, hier ist wieder der Finitov. Wir besprechen das Wort Cyberstalking. Cyberstalking ist nichts anderes als Stalking über das Internet. Von Cyberstalking spricht man, wenn Technologie, insbesondere das Internet, dazu verwendet wird, andere zu belästigen. Häufige Merkmale des Cyberstalking sind falsche Anschuldigungen, Überwachung, Bedrohung, Identitätsdiebstahl sowie Datenvernichtung oder Manipulation. Zu Cyberstalking gehört auch die sexuelle Belästigung Minderjähriger und weiteren Belästigungen junger Menschen. Auswirkung: das psychische Wohlbefinden wird geschädigt. Unruhe, Schreckhaftigkeit, Kopfschmerzen, Angstsymptomen, Schlafstörungen, Magenbeschwerden sowie geistige und körperliche Erschöpfung. Je nach Härte und Vorfall kann es bis zum Verfolgungswahn kommen. Mehr Infos zum Thema Kinderschutz finden Sie in der Online-Schulung Prävention gegen Kindesmissbrauch. Und Rinaldo lässt grüßen.